Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir eröffnen einen Supermarkt. Ja, ich habe eben schon mal ein bisschen reingeguckt. Macht ziemlich viel Spaß tatsächlich. Und ja, wir schauen mal, was hier so geht, würde ich behaupten. So, wir kaufen uns mal zwei Produkte hier. Ups. Die werden hier angeliefert. Die räumen wir eben ein. Und genau. Wie gesagt, ich habe eben so mal ein bisschen schon reingeguckt. Habe ein bisschen geguckt, wie man am besten zockt. Beziehungsweise, was ist die beste Taktik. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ich für mich habe irgendwas gefunden. Ob das gut ist, werden wir... Hoppala. Werden wir jetzt gleich rausstellen oder wird sich jetzt gleich, hoppala, rausstellen. Genau. So, okay. Achso, wir sollten den Laden vielleicht aufmachen. Dann würde das hier auch losgehen. Gut, ja, wir haben zwei Produkte. Können ja mal ganz kurz gucken. Wir hätten noch 1, 2, 3, 4. Würden nochmal 50 Dollars kosten. 6 Cent, alles klar. Und weg. Würde 6 Dollar kosten. Nee, würde 60, 46 Dollar kosten. Da gucken wir mal, dass wir da ganz schnell hinkommen. Kartenzahlung, natürlich. Kriegen wir auch hin. Ja, man könnte... Nee, man könnte jetzt irgendwie was anderes machen, aber so passt das, glaube ich. Genau, kauf ein bisschen mehr, mein Freund. Nur das Brot reicht nicht. Ich brauche ein bisschen mehr. Ja, kauf mal ein paar Produkte. Das ist immer noch zu wenig. Das ist immer noch zu wenig. Wir brauchen noch 16. Ja, schöne Gegend hier. Sehr ruhig. Kann man hier langlaufen? Das habe ich tatsächlich nicht getestet. Tatsächlich. Interessant. Ist noch keiner? Kann man da hinten auch nochmal gucken? Was haben wir hier? Oh. Okay. Da ist das Lager. Das haben wir aber noch nicht. Ein Toastbrot. Natürlich. Du kriegst... Boah, meine Güte, was... Ja, ich gehe auch mit 100 Dollar ein Toastbrot kaufen. Natürlich. Aber klar doch. Aber klar doch. Wir brauchen noch 6 Dollar. Bringst du mir 6 Dollar ein? Ja, du bringst mir 6 Dollar ein, oder? Du kriegst was 10,06 € zurück. Ja, hat sogar. Perfekto. Nein, mir fehlen 10 Cent. Oh, nie. Hast du vielleicht 10 Cent für mich? Hm. Du hast aber 10 Cent. Komm. Ah ja, geh einkaufen. Das ist gut. Das ist gut. Braves Kerlchen. Braves Kerlchen. So. Oh, und sogar nur noch mit Karte. Noch besser. So, die hat Bargeld, genau, passend, das ist doch lieb von denen. So, dann räumen wir den ganzen Mist mal ganz kurz hier ein. Die hauen wir mal ganz kurz dahin, nicht, dass die hier für billig Geld Sachen kaufen können. So, das räumen wir dorthin, das räumen wir hier hin, den legen wir dahin. Er kriegt einen neuen Preis und dann kassieren wir ab. Er hat sogar passend mitgebracht, noch besser. Brauchen wir gar nicht so viel zu machen. So. Einmal das da hinstellen. 4,50 €. Okay, Dollar. So, das kommt dahin. Und 3,71 €.
Okay. So, und dann haben wir die komplette Palette an Materialien, die bräuchten. Was wir machen, ist, ich werde von allen nochmal eine reinschmeißen. 6 Stück, das passt. Somit bräuchte ich nochmal irgendwas um die $100. Oder? Ja, so, so $100. 98. Und dann können wir den ganzen Schrubbel nochmal kaufen. Aber dafür müsst ihr ja reinkommen. Möchten Sie was einkaufen? Nein. Aber, die Stiefschwester. Mhm, ist klar. Die Zwillingsschwester geht einkaufen. Verstanden. Dann ist das okay. Hat auch zweimal Öl gekauft, das ist nett. Ja, zum Spiel. Ich fand das relativ lustig irgendwie so. Ist ein bisschen Hack-Mack manchmal am Spiel später. Ich habe schon ein bisschen weiter gespielt tatsächlich, um mal zu testen. Und macht irgendwie ein bisschen Spaß, aber nur ein bisschen. Aber ein bisschen mehr vielleicht. So viel mehr, dass ich erst um 2 Uhr ins Bett gegangen bin, obwohl ich eigentlich immer so um 11, 12 ins Bett gehe. Also ich habe viel zu lange überzogen. Zocken und so, ne? Das ist Katastrophe. Katastrophe. Ja, geh mal rein. Achso, wir müssen auf die Quest warten, bevor wir das Licht anmachen. Ey! Okay. Da haben wir ja ganze Toastbrot weggekauft, die Sau. Aber wir dürften jetzt gleich nachkaufen können. Das ist gut. Oh ja, natürlich. Junge, was ist denn los mit dir? So, tschüss. Immer noch nicht Licht. Das kann ich auch noch nicht bestellen. Hallo. Ich würde gerne das Licht anmachen. Jetzt. Bing. So, kommt. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Ein bisschen. Kauf was ein. Ja. Noch 2 Sachen. Nein. Okay. 2,8 $. Weg. Ich kann nur noch bestellen, bevor. Ich glaube, um 8 macht die zu oder sowas. Ich glaube, 8 war's. So, wir können nämlich damit einräumen. Tadada. So. Einmal schön alles einräumen hier. Neues Toastbrot für die Menschen. Neue Nudeln. Ja, ich komme. Ich bin doch schon da, Mann. 12,08 €. Weg. Mehl. Kartenzahlungen sind mir am liebsten. Gib her die Kohle. Noch besser. Okay, kauft ihr beide dasselbe ein? Oder was ist denn da los? Geh mal weg da. So. Wir haben noch ein bisschen hiervon bekommen. Und wir dürften jetzt hier tatsächlich die Cornflakes drin haben. So. Okay, Cornflakes sind auch drin. Okay, beenden wir den Tag. Behält ab sofort Rechnungen, ja, natürlich. Können wir direkt aufmachen, den Laden. Ist alles da. Wir brauchen heute vielleicht nochmal einmal neues Cornflakes, einmal Toastbrot. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo war. Okay. Also eine Sache könnten wir uns noch aussuchen. Wir müssen mal gucken, was so jetzt gekauft wird. Was machst du denn mit dem Öl? Ja. Das ist die richtige Entscheidung zum Frühstück. Erstmal Müsli.
Zum Frühstück erstmal ein Müsli. Das ist die richtige Entscheidung. So, schönen Tag noch. Okay, kaufe einen Produktlizenz. Ja, würde ich gerne machen, aber ich brauche A, Kohle und B, brauche ich Kohle. Und ich brauche noch ein bisschen Level. Ich glaube, wir kaufen als nächstes noch Öl. Weil Öl, hoppala, geht wie warme Semmel. Geh mal raus da. Öl. Nein, das ist falsch. Das Escape, das rein. Dann wären wir bei $67. Hallo? Der sieht aber auch ein bisschen komisch aus, wenn der fährt, wie so Lowrider oder sowas. Vorne alles hoch und egal. So, Kartenzahlung. 5,98 Euro. Aha. Aha. 40, 30, 34. Bitteschön. Danke. Wiedersehen. So, einmal Öl. Wir legen das mal dahin. So. Einmal Toastbrot. Geht komplett rein. Und einmal leckere Cornflakes. Da hätte ich jetzt auch Hunger drauf. Schöne Cornflakes. Smacks oder Crunchy Nuts oder. Okay, dann hört es, glaube ich, Cineminis. Ja, Cineminis gehen auch noch. Oh, da würde ich mich jetzt auch sehen. Hi. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Sie kriegen sogar noch Geld wieder. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, hier. Jetzt war ich aber gerade kurz verwirrt. Ich habe echt. Meine Herren. Hi. Einmal das da, natürlich. 9,66 Euro bitte. So, wir gucken mal ganz kurz, was kostet denn die Lizenz? Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Verwaltung, Lizenz. Kostet 200. Dauert noch ein bisschen. Könnten die Menschen mal ein bisschen mehr einkaufen hier, da würde es nicht so lange dauern. 200 und sonst nix. Genau, dann kriegen wir die Wasserflaschen. Okay. Fehlt uns denn irgendwas? Wir könnten eigentlich schon mal reinpassen, packen hier Nudeln. Puderzucker. Wir gehen schon mal da wieder rein. Nudeln. Nee, das waren keine Nudeln. Das können wir eigentlich drin lassen, ne? Nudeln und Puderzucker. Ist noch jemand, der Nudeln kauft? 42. So. Nudeln und Puderzucker. Ja. War doch die richtige Auswahl, was ich gerade schon gesagt habe. Mehl. Geht auch gerade ein bisschen. Aber Mehl ist, glaube ich, noch mehr als genug Platz. Öl haben wir noch da liegen, glaube ich. Wir gucken mal ganz kurz. Öl war doch hier, ja. Komm mal. Hoppala, hey, raus da. So, kriegen wir die Kiste auch schon direkt weg. Perfekt. Okay, wir haben noch Nudeln, wir haben Zucker. Mehl könnten wir tatsächlich wirklich noch einmal holen. Und Brot. Ja, Brot ist noch ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Okay. Da wird erstmal mehr Brot gekauft, aber in Massen. Aber wirklich, was ist denn? Okay. Als ob ich das vorher sagen könnte. Okay, fehlt sonst irgendwas? Nö, ne? Dann bestellen wir das. War jetzt schon. Moment. Okay. Wir gucken immer, dass wir den Versand so niedrig wie möglich halten. Dann kaufen wir lieber ein bisschen mehr paar Sachen an. Und dann ist gut. So.
Ja, ja. Jetzt möchte die Katze auch noch mitspielen hier, oder was? So, ja, ist doch gut. So, und du kriegst kein Geld wieder. Wir machen die Lichter an. Okay. Wir räumen schon mal alles wieder weg, dass wir hier volle Regale haben. Ich mag keine leeren Regale. So. Oh. So. Ich komme sofort. Einen Augenblick. Ich möchte nur eben noch einräumen. Danke. So. 10,48 Euro. Gerne. Oh. Da haben wir noch eine bekommen. Dann stellen wir die mal da drauf. Oh, auch schon wieder fertig. Hätte ja auch ein bisschen mehr sein können. Also, nur ein bisschen mehr. Ja, jetzt ist aber gut. Also jetzt musst du warten. Also, jetzt musst du warten. Okay, dann ein Toastbrot. 4 Cent, natürlich. Einmal Nudeln. 80 Cent. So. Und raus hier. So, Tag schon wieder beendet. Geht ja richtig schnell hier. Okay, closed. Nö, open. So, wir machen direkt auf den Schuppen. Ja, sonst sieht es doch ganz gut aus hier. Konflikte werden mal wieder Zeit. Öl könnte man auch schon mal wieder bestellen. Cornflakes und Öl. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Ab 4 war der Aufgang. Okay. Ab 4. Ich bin da. Und kassiere sie gerne ab. 8 Cent. 1, 2, 3. Sopp. Komm mal. Das geht doch relativ easy hier. So. Brot weg. Die hat keiner gekauft. Öl könnten wir, also Öl könnten wir nochmal, Mehl könnten wir nochmal. Mehl und Öl. So, dann hätten wir nämlich auch wieder die 4 Stück zusammen. Und dann können wir hier noch ein bisschen was einräumen. So. Die machen wir dahin. Ja, ich komme sofort. Einen Augenblick bitte. Ich räume nur ihr eben ein, was ihr gekauft habt. So. 15,90 Euro, die junge Dame auch, bitte. Natürlich. Das 30 waren es, ne? Ja. Natürlich. Oh, jetzt habe ich zu meinem Öl gekauft. Naja, egal. So, einmal das. 3,71 Euro. Raus jetzt hier. Und neue Cornflakes. So. Okay, wie sieht's aus? Wir brauchen für die Lizenz. Die Lizenz wäre jetzt langsam mal das nächste. Lizenz kostet 200.000. Wir bräuchten aber auch noch den Kühlschrank dafür. Das sind ja Kühlsachen, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ah, jetzt kommen langsam hier mal Großeinkäufer. Das ist gut. Das waren Kühlprodukte, richtig? Wasserflasche, ja, das sind die Kühlprodukte. Das bedeutet, wir bräuchten eigentlich ein Möbelstück und zwar den da. 375. So. 375. Wir kriegen da. Wie viele Sachen kriegen wir denn da rein? Oh, Rechnungen müssen wir auch mal bezahlen. Wie viel? Nee, das ist immer noch falsch. Ja, ich komme jetzt sofort. B. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. 5 Items würden wir da reinbekommen. 5. wie viel Tagesheile bekommen wir? Neu. Müssen wir jetzt gleich nochmal gucken. Bräuchten wir dann sogar vielleicht 2 davon. Also 5 Items. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Verwaltung. Lizenz 2, 4, 6. Natürlich 6. Aber warte mal.
schwarzer Kaffee und schwarzer Tee können wir in die Regale schmeißen. Aber trotzdem brauchen wir das Ding. Alles klar. Nicht so schnell, meine Freunde. Ja, ich komme sofort. Hallo. Hier Ihre Cornflakes. Schönen Tag noch. Tschüss. Toastbrot. Mehl. Wie sieht's dort aus? Nudeln und bla ist alles noch easy. Das sieht gut aus. So, 18,20 Euro. Ja. 5,89 Euro. Raus hier. Nächstes Mal mehr Teile kaufen. Also eins ist immer ein bisschen, ey. So. Da kommt ja richtig was zusammen. 72,33. Hallo. Püppchen. Grüß Gott. Sie kriegen Rabatt. So viel Rabatt, wie ich gewähren kann, nämlich gar nicht. Tschüss. So, okay. Und dann machen wir hier mal ganz kurz einen Cut. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.